Ja, hallo und willkommen zu Mr. Irish Bastard Podcast mit Granny Smith an der Bouzouki und C an der Gitarre. Heute den Buchstaben mal ein bisschen vertauschen. Ja. Junge, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen selber, ob ich mir jetzt dieses Divels-Zeug eingefangen habe oder ob ich es überstehen werde. Ja, überstehen mit Sicherheit. Aber hast du denn den Verdacht? Du hast den Verdacht, dass es ein Mitbringsel gab aus. Ja, es. Gab es andere, die auch irgendwie. Ja, es gab wohl irgendwie ein paar, die es auch erwischt hat. Aber gut, ich werde morgen Näheres erfahren und es fühlt sich an wie eine sich anbahnende Erkältung und nicht wie der nahende Tod. So, genau. Und in diesem Sinne wünschen wir dir natürlich, dass du gesund und munter bleibst und gute Besserung und dann natürlich auch der nächste Woche hier bist. Kann ja auch sein, dass du ein bisschen heiser bist oder unpässlich oder so, aber wir hoffen mal das Beste, dass du das einfach in einer Nacht rausschwitzen kannst. Auf jeden Fall. Und wenn ich halt eine sonore Stimme habe, ist das ja auch gar nicht verkehrt. Dann kann man hier mal ein bisschen Hörbuchcharakter einfließen lassen. Ja. Ein bisschen growlen. Genau, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, über Setlisten. Und ich weiß gar nicht genau, ob wir das überhaupt sagen dürfen, was wir da für eine Setlist ja haben. Aber wir kamen gerade auf das Thema halt Setlist, weil wir auf verschiedenen Veranstaltungen sind, zu Wasser, zu Lande, aber nicht in der Luft. Und dann kam ich nämlich darauf, was ist eigentlich mit unserer Setliste? Ich habe das Gefühl, wir fahren jetzt nach 2 Jahren den Laden wieder hoch. Ja, so langsam nimmt es Form an. Ne? Wir haben jetzt Termine gefunden, an denen wir uns alle treffen, um den Rost aus den Gliedern zu schütteln. Oh ja, und das ist viel. Und jetzt einigen wir uns auch zunehmend dann auch auf die Songs, die wir spielen wollen. Und ich kriege das im Hintergrund schon mit, dass die Menschen auch schon Bock haben und auch schon heimlich üben, habe ich schon mitbekommen. Dass die bei ihren Kollegen dann bei der ersten Probe dann auch schon in den Rücken fallen und tatsächlich vorbereitet sind. Ich habe es schon von mehreren gehört. Ne? Ich hatte Ivo letztens in seinem privaten Schlagzeugproberaum besucht, da hat er mir auch erzählt, dass er fleißig übt. Ich habe von Geigenmenschen schon gehört und so weiter, dass die Streber sind. Ich selber habe auch schon geübt. Wahnsinn. Ja. Das ist ja ein Ding. Das ist ja das, was wir immer ein bisschen, ich will nicht sagen, vor uns hergeschoben haben halt so. Ne? Aber wir haben ja dann diese eigenartige Konstellation, das wird man nicht glauben, dass wir ja eigentlich keinen richtigen Proberaum haben, sondern wir machen halt zur Tour, machen wir das Programm, das wird eingeübt, nicht vollumfänglich. Und dann geht es auf die Straße und dann wird es, glaube ich, kann man sagen, dann reift das wie Banane on the road halt, ne? Ja, klar. Ne? Wir fahren natürlich erst los, wenn wir alles können. Ja. Aber so richtig rund und abschleifen tut sich das natürlich dann mit dem Tun. Ne? Übergänge und so weiter. Ne? Dass man irgendwie, dass einem noch was einfällt. Manchmal die furchtbarsten Ideen kommen dann ja auch manchmal während des Soundchecks. was man dann alles so machen könnte. Ja, genau. Ich habe noch gar nicht geübt, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ja, du brauchst das ja auch nicht, du kannst das ja auch. Ja, mein Gehirn funktioniert da ja sehr selektiv. Ich habe da in vielen Sachen kann ich mir nichts merken. Namen zum Beispiel, viele andere Sachen, Vokabeln früher, Gesichter, wie ein Sieb. Aber bei Songstrukturen, Abläufen und Akkorden und Arrangements könntest du mich nachts wahrscheinlich wecken und ich könnte dir ein ganzes Set runterspielen. Wie ein leichter Autist funktioniert das ganz gut. Aber jetzt habe ich große Klappe und nächste Woche bei der Probe zeigt ihr wahrscheinlich alle dann geschlossen mit dem Finger auf mich, weil ich der Erste bin, der sich versemmelt. Ich schwöre. Ey, kriegst einen vor die Mappe, du. Kriegst einen vor die Mappe. Kennst du? Apropos Mappe, ich habe schon in meine Mappe reingeguckt mit den Texten. Die muss man ja auch alle auswendig lernen halt. Ne? Aber auch da, also ein paar Sachen hat man auch so im Muscle Memory. Ne? Also wenn man da reinguckt und so die Zeile sieht, denkt man, ja, okay, die nächste ist dann halt das. Und dann weiß man das halt so. Ne? Bei neueren Stücken ist es halt so, na, das musst du dir natürlich brutal reinprügeln halt. Ne? Bis das irgendwie angenommen wird in der Wetware. Muss das echt da so viele Runden gedreht haben. Ja, so ein paar Stücke habe ich auch bemerkt, die sind in der DNA, ne? Aber so ein paar andere, die muss man sich dann doch wirklich wiederholen. Ja. Ich bin eher noch momentan damit beschäftigt, neues Technikzeug mir zusammen zu klöppeln. Okay. Also jetzt nicht spielerisch technisch, sondern neues Gitarren-Sound-Equipment. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt slappen auf der E-Gitarre oder so. Ja, das sollte eine Überraschung werden. Was hast du denn davor? Wolltest du dich vergrößern oder verkleinern?
Ja, genau. Nee, vergrößern auf gar keinen Fall, weil das ja einfach die logistischen Sachzwänge mit sich bringt, dass das keine Option ist. Ja. Einfach verändern, ein bisschen so fürs Spielgefühl einfach ein bisschen was Neues machen. Ein bisschen weniger Seiten aufziehen. Ja, ich werde jetzt nur noch mit zwei Seiten spielen, wie der Bassist von DAD. Ja. Und zwar nur mit der H, leicht verstimmt, und mit der G-Seite Halbton drüber. Ah, das wird wundervoll. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit mir. Aber bleibst du denn bei Kemper? Nee, das ist genau das, was ich noch ein bisschen umfrickeln will. Okay. Weil das war ja für uns, jetzt mal hier ein bisschen kurz Nerd-Talk für Leute, die sich dafür nicht interessieren, aber das war natürlich für uns auch ein Sprung von Verstärkern und Cases und Heads und Cabinets runterzugehen auf einen Simulator halt. Ne? Das war ja dann so, wo wir gesagt haben, es gibt zwei Sachen, mit denen wir uns schwer tun. Einmal ist es In-Ear-Monitoring und zweitens ist es, glaube ich, dass man nicht einen richtigen Verstärkerverbinder hat. Ja, das mussten wir dann irgendwann tun, weil es, genau wie du gesagt hast, die Sachzwänge haben das einfach so ergeben. Das wurde uns dann halt vorgesetzt. Und ich ehrlich gesagt, ich vermisse nichts, außer dass es ein bisschen raubeiniger auf der Bühne klingt. Genau, das berühmte Flattern der Hosenbeine geht mir nach wie vor noch schwer ab. Aber das wird man auch nicht in der Form wieder zurückdrehen, das Rad. In dem Falle ist es auch völlig ballerballer, was ich da mache. Aber es geht so ein bisschen, wir Gitarristen, wir kennen ja das berühmte GAS, Gear Acquisition Syndrome. Und kommt komischerweise, wenn es mal kurz verheilt, kommt es immer wieder. Das ist wie Herpes. Ja. Du bist es einmal los, zack, ist wieder da, so ein Bläschen. Und ja, da habe ich ein bisschen was hier Neues auf dem Schreibtisch. Und da werde ich mal ein bisschen noch spielen bis nächste Woche. Ja, super. Ja, also und das mehr wird noch nicht verraten. Ja, cool. Weil es interessiert eh keinen. Ja, also noch abschließend dazu. Ich meine, das Einzige, wenn alle diese Kopfhörer in den Ohren haben, dann weißt du, dass du als Sänger nicht mehr so viele Freiheitsgrade hast, da auf der Bühne rumzuexperimentieren und das neueste Gejohle nochmal kurz auch abseits von eingetretenen Pfaden nochmal zu probieren halt so. Das ist immer das, was mich dann, ich will nicht sagen hemmt, zurückhält oder sonst was, aber es ist halt so, du weißt halt, was du da machst, haben Leute sehr, sehr präsent auf dem Ohr. Und das war auch die größte Umstellung, diese maximale Transparenz aller Instrumente, inklusive aller Fehler, die gespielt werden. Genau. Und wenn du das versendete sich halt in der Vergangenheit, weil alles voll geballert und verblasen wurde. Genau. Aber jetzt ist es halt, man muss sich schon ein bisschen mehr konzentrieren. Aber rein theoretisch, könntest du mit einem Teleprompter überhaupt arbeiten? Wärst du da konzentriert für? Ich meine, das siehst du ja total oft halt so. Ne? Also siehst Guns N' Roses oder sowas. Ne? Die haben auf der Bühne dann so ein Ding, das sieht aus wie ein Wedge, aber ist ein Teleprompter. Oder es gibt auch so ein paar geile Sachen, so zum Beispiel David Bowie, wo du denkst, hey Bowie, der hat die Sachen schon so oft gemacht oder hat damals die Sachen so oft gemacht, das wird er ja auch nachts können halt. Ne? Der hatte dann auch einen Notenständer halt auf der Bühne stehen, wo du dann denkst, boah, Wahnsinn, ne? Fernsehkameras, Riesenkulisse, Wahnsinnsbühne. Okay, kannst du mir eben kurz meine Blätter umdrehen? Das ist dann so eine Sache, die halt nicht so ganz zusammenpasst halt so. Und ich glaube, wenn das jetzt mit einigermaßen großen Lettern wäre. Also jeden Buchstaben einzeln, oder? Genau, dann würde das einigermaßen gehen halt so. Ne? Aber ich glaube, es wäre eine super Hilfe halt so, weil letztendlich brauchst du es ja nicht, wenn du weißt, dass du die Sicherheit hast. Das ist ja dieses Mogelzettel-Prinzip halt so, ne? Wenn du aber weißt, der Song ist jetzt ein bisschen trickreich und weiß ich nicht, keine Ahnung was, dann musst du dich halt konzentrieren und dann ist es auch manchmal so, dass du dann einfach auch mal abgelenkt bist und dann hast du die Zeile halt nicht. Ne? Und dann, wenn du Glück hast, hast du dann die übernächste Zeile. Und wenn du Pech hast, musst du halt nuscheln. Ja, gut. Und das hat sich natürlich früher total versendet, genau wie du gesagt hast. Das hat ja keine Sau mitgekriegt. Da hat dann jemand gesagt, sag mal, hast du eigentlich da falsch gesungen? Nö, auf keinen Fall. Habe ich richtig gesungen? Was denkst du denn? Und jetzt ist das natürlich so, dass dann drei Leute sagen, nee, stimmt, da war was nicht gerade. Hört doch mal auf jetzt. Also die Beweislast ist erdrückend inzwischen halt so. Ne? Und das macht es macht es tatsächlich etwas, ich will nicht sagen unangenehmer, aber das ist halt nochmal eine andere Qualität. Es ist genauso, wie wenn es aufgenommen wird. Wir haben ja oftmals für uns selbst das aufgenommen. Einfach nochmal Manöverkritik nochmal reinhören. Oder wenn es halt übertragen wird, wenn irgendwie eine Videokamera da steht. Ja, dann fängst du aber schon so an, ein bisschen zu flattern halt. Das Einzige, was mich, also Verspieler von anderen, bringen mich eigentlich gar nicht so aus dem Konzept. Was mich aber regelmäßig, dafür müsste es ja immer wieder passieren, aber was mich definitiv immer rausbringt, wenn der Bass weg ist. Ja. Ob aufgrund von technischen Problemen,
Kollege Böf Strongenow springt ja sehr viel, dann ist er auch schon mal mitunter beim Sprung der Sender dann irgendwie raus, dann ist der Bass auf einmal weg und das ist was, das geht mir dann schwer ab. Ja, es gab immer schöne Momente, ne, wo einer auf dem Kabel stand und Böf sich dann in die Luft geschossen hat und plötzlich war der Sound weg halt so. Ja, klar. Schön war aber, wenn es alle registriert haben, nur er nicht. Oder er maximal weiter gepostet und gedacht, yeah, geil. Ich wollte gerade sagen, also der Performance hat das keinen Abbruch getan. Definitiv. Schöne Grüße an der Stelle an Böf. Wir freuen uns auf dich. Genau. Aber wie gesagt, das ist halt so, das ist so die Transparenz. Und es war früher so, je länger wir zurückgehen, desto matschiger war der Sound und desto mehr konntest du dich da austoben, weil es ja auch, ich will nicht sagen, es war egal, aber es war halt einfach Teil des Ganzen, dass man das nicht ganz nachvollziehen kann, was da gemacht wird. Es war so eine Blackbox. Weil wir aber auch früher die Fahrt zum Venue schon genutzt haben, um Alkohol zu konsumieren und mitunter beim Soundcheck nicht mehr ganz zurechnungsfähig waren. Ja, könnte. Klar. Ja, ist eine reine Vermutung, dass das damit zu tun haben könnte. Ach, Mann. Der eine sagt so, der andere sagt so. Halt, ne? Manche sagen halt, nee, ich war nur müde und er hatte eine leichte Erkältung oder so. Der andere sagt, ne? Halt, keine Ahnung. Es ist, wie es ist, halt so. Ne? Aber das löst das Problem aktuell nicht, dass wir natürlich an der Setliste rumschrauben müssen. Und jetzt ist erstmal so die Frage, was ist denn eigentlich die perfekte Setlist? Und vor allem, wir haben ja langsame Songs und schnelle Songs. Wie verteilt man bei dem, was wir tun, langsame und schnelle Songs? Ich bin großer Freund davon, wenn Konzerte mit einem richtigen Bam anfangen, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und das bringt bei uns ja leider die Infrastruktur noch so mit sich, dass du schon, bevor das Konzert anfängt, auf der Bühne zu sehen bist. Ich mag es ja einfach, auch wenn ich im Publikum stehe, wenn die Band nicht zu sehen ist auf der Bühne, wenn da Leute alles vorbereiten, dann stehe ich tierisch drauf, wenn ein Vorhang da ist und ein schönes Intro und dann das Konzert anfängt, indem der Vorhang fällt und puff, so richtig auf die 12 sind auf einmal alle Protagonisten auf der Bühne und es geht ab. Ich finde es geiler, wenn man mit einem Motorrad auf die Bühne fährt. Ja, Rob Halford. Dann will ich dich aber auch im Lederkostüm sehen. Kannst du dir aussuchen. Das Moped kriegst du nur, wenn du die Kluft von Rob Halford auch trägst. Ja, oder auf einer Kanonenkugel halt so, ne? Oder AC/DC hinter einem Garagentor, klar, ne? Aber, ja, oder wenn eine Lokomotive von hinten durch die Bühne brettert, wie bei einer der AC/DC-Touren. Ja. Ja, das ist natürlich, manchmal ist das so natürlich, dass wir da selber nochmal Hand anlegen müssen. Ja. Ja, und dann mag ich es halt, wenn du am Anfang drei Songs ohne dazwischen Ansagen, Gequatsche, einfach voll durchballerst. Ja. Okay, und dann? Was passiert dann? Dann gibt es die neueste Single. Das ist für mich immer nach drei Songs vollballern, ist für mich Zeit für das erste neue Stück, was das Publikum noch nicht so inflationär viel kennt. Und dann. Okay, also erstmal schnelle Retrospektive, dann Pause, Ansage, guten Abend. Ja, einmal abholen, auch für die Band selber. Nicht das neue Zeug als Intro, sondern zum Warmwerden die Sachen, die in Fleisch und Blut sind, wo du dich nicht verballerst. Direkt vorneweg. Ja, okay. Ohne Ansage, direkt durchziehen, nicht Pausen dazwischen, durchhämmern. Aber dann mit Übergang oder ohne Übergang? Oder Ende, bumm, 1, 2, 3, 4. Kommt auf den Song an. Wenn es einen schlüssigen, guten Übergang gibt, dann auch mit Übergang. Ansonsten Song beenden, Bühne dunkel machen, nicht lang fackeln, neu einzählen und weiter. Ja, ich meine, das sind ja so Tricks, die wir dann gelernt haben. Also du schreibst ja dann zum Beispiel, kannst du ja dann Dead schreiben, wenn der Song Puff aufhört oder Ring, wenn du ihn ausklingen lässt und Blackout, wenn das Licht ausgeht. Ja, und für Schlagzeuger wichtig immer am Ende eines Songs das Paderborn. Paderborn, geil. So. I like it. Ja, okay. Und wie geht's dann weiter? Gute Stelle für eine Ballade ist für mich Song 6 oder 7. Boah, das ist schon früh. Ja, das ist früh, weil du hast cool. Na gut, bei einem anderthalbstündigen Set sind wir da bei nach 25 Minuten. Das ist die andere Frage. Wie lang ist denn so ein Set? Ist das 90 Minuten inklusive Zugabe oder ist das 90 Minuten exklusive Zugabe? Exklusive, das ist 90 Minuten. Ja, das ist zu kurz. Wenn man nur 90 Minuten mit Zugaben schon macht, das wird eine Frechheit. Also würde ich immer so empfinden als Kunde. Ich weiß gar nicht Konzert, genau. Beim Konzert, wenn man begeisterter Zuschauer ist, sind 90 Minuten schon so schnell rum, wie was Zugabe. Und wenn das da schon die Zugabe sein soll.
Ja, da bin ich mir einmal vor. Empfinde ich ähnlich. Für mein Geld will ich 90 Minuten plus haben. Genau. Ich war auf einer Lesung von Christoph Maria Herbst. Hat er irgendwas gelesen? Weiß nicht mehr, was es war. In der Halle Münsterland. Und das war, glaube ich, ohne Pause oder so. Und ja, je länger das wurde, desto weniger interessierte mich das halt so. Ne? Es ging dann einfach so abnehmender Grenznutzen. Ab hier, da habe ich jetzt, also ich hätte bei 3/4 hatte ich mein Geld wieder rein und danach nahm es nur ab. Das passiert aber nicht bei 90 Minuten plus 3 Liter Zugabe. Das passiert ja nicht. Das ist ja. Und ich glaube nicht, dass es bei Musik passiert. Ich glaube, bei gesprochenem Wort ist es schon anstrengender, weil du auch wirklich folgen musst, intellektuell und vom Gehirn. Okay. Aber dann hast du ja trotzdem, muss ja der Körper mehr folgen. Und ja, okay, dann hast du aber, du hast ja dann 25, 24 Songs und dann bei Song 6 hast du dann eine langsame Nummer. Ja, die erste von. Die erste von. Drei Balladen. 12. Ja, okay. Ja, es gibt ja noch einen Grad dazwischen. Es gibt ja auch Mittemponummern, welche, die jetzt nicht rein schmusige Songs sind. Ich habe früher bei Setlisten machen, ich habe immer so einen Mittelwert gebildet aus allen Konzerten, aus allen Bands, so einen gefühlten Mittelwert. Und da war das immer so, genauso wie wir es jetzt gerade gehört haben. Ne? Manche Bands fangen auch mit einem neuen Lied an. Vielleicht sogar eins, das das Publikum nicht mal kennt, habe ich auch schon erlebt. Aber Dann ist das tatsächlich so, dass im Übergang vom zweiten zum dritten Drittel des Hauptsets, dass da dann so ein dass da so die Energie rausgenommen wird. Oft dann passiert das ja immer, indem die Lieder langsam sind, wenig instrumentiert. Da will ich es aber aufbauen. Beim dritten Drittel. Am Ende vom zweiten Drittel. Ja, genau. Da müssen viele Leute dann auch langsam mal Pipi machen. Das wird dann natürlich auch genutzt. Es ist ja einfach so. Ne? Man kann ja nicht sagen, die Ballade ist mir jetzt hier so wichtig oder der Song hier, da, ne? Ihr bleibt jetzt hier alle stehen. Irgendwann gibt es dann halt, wo viele loslaufen. Um dann halt, ich sehe das ja nicht so, dass man nimmt halt Anlauf dann für das Finale. Ne? Ja, ja. So, das ist ne, ja dann. Dann haben alle Pipi gemacht, alle sind wieder da und Luft geholt und jetzt nochmal richtig drauf. Ja, aber hast du am Ende hast du 6, 7 Songs am Stück, die dann aber Vollgas sind. Ja, 6, 7. Beim 8, 9? Drittel, wenn man. Nö, 5, würde ich jetzt so ungefähr rechnen, ne? Wenn man, okay. Wenn man 2, 3 etwas mittlere, langsamere, keine Ahnung. Ja, okay. Und dann hat man 2 Songs in einem Zugabenblock. Und wie viele Zugabenblöcke hat man? Ja, 2, sonst wird es ja auch Quatsch dann irgendwann, ne? Okay, und die stärksten Songs verstecken sich wo im Set? Überall, weil man nur starke Songs hat als gute Band. Gibt doch gar keine schwachen Songs. Die schwachen spielst du auch gar nicht beim Set. Okay. Und wenn du es merkst, dass du einen schwachen Song dabei hast, dann schmeißt du den raus. Das finde ich halt sollte man einen schwachen Song spielen? Ich muss das anders qualifizieren. Die Songs, die Leute halt sehr gut kennen und sehr gerne feiern. Wo verstecken die sich denn? Naja, wenn man weiß, wenn man jetzt eine Band ist, die einen Song hat, ne, wo alle drauf warten, würde ich den jetzt persönlich dann auch eher ins Ende setzen, in den Zugabenteil. Weil wenn man, wenn das ist das Schicksal wieder, das Schicksal widerfährt ja nun mal manchen armen Bands, die dann One-Hit-Wonder sind. Genau. Und dann kommen die Leute da, alle bezahlen 35 Euro, um das eine Lied eigentlich nur zu hören. Genau. Das interessiert die alle nicht. Und wenn hey, man das guten Abend, schön euch zu sehen. Jetzt spielen wir Never Met a Girl Like You Before. Ja, muss ich die schöne Geschichte erzählen, die Band Triggerfinger, die ja eigentlich ziemlich einen Hau drauf Rock macht, hatten ja die Coverversion von I Follow Rivers als Radiohit von Lick Lee oder so. Ja. Und meine Patentante, die ist dann aufs Konzert nach Dortmund gefahren und wollte sich wegen dieses Songs die Band anhören und war dann etwas konsterniert, weil der Song wurde nicht gespielt und alles andere gefiel ihr halt nicht und war ganz, ganz schrecklich. Ja, und ich meine, für die es nicht wissen, Triggerfinger macht einen Höllenlärm auf der Bühne halt so, ne? Die machen richtig Rabatto. Genau. Also es ist das. Wie auch ist an dem Abend. Ja, genau. Wir haben ja mit denen mal gespielt und das ist nicht zu vergleichen mit dem etwas handsamen Cover, was sie da gemacht haben, was so richtig geil ist halt so, ne? Aber da ist ordentlich Alarm halt, ne? Aber hallo. Hätten sie den Song als erstes gespielt, wäre sie spätestens nach Song 3 wieder auf dem Weg nach Münster gewesen. Ja, ja. Ich meine, das ist ähnlich so eine Frage wie bei so einem Mr. Big-Konzert, ne? Mr. Big hatten ja diese akustische Nummer, die sie ja berühmt gemacht hat.
Und keine Sau wusste ja, dass Mr. Big eigentlich so eine Hardrock-Band ist halt so, ne? Und da gingen lauter so seichte Leute, gingen dann auf ein Konzert, um sich dann halt 45 Minuten lang die Ohren voll ballern zu lassen, bis dann endlich diese Ballade kam. Und danach sind sie aber abgehauen. Ja, das passiert dann, ne? Ja. Es ist ein trauriges Schicksal, was dann eben manche Bands, die dann eben einen Hit haben, ereilt. Deswegen hat man nur die Möglichkeit, das ganz am Ende zu spielen, wenn man möchte, dass die Leute bleiben. Muss aber vorher ankündigen, dass es definitiv noch am Schluss kommt. Bitte haut nicht ab, wir spielen genau. Die Nummer noch gleich. Ja, wie man gleich das ja heute macht, ne? Wait for the end halt, ne? Ja, genau, okay. Ja, okay, ja, das macht alles Sinn. Wie viele Songs hat denn so ein Set? Naja, kommt drauf an, ne? wie lang die Lieder sind. Bei unseren durchschnittlichen Songlängen würde ich sagen 18 bis 20 plus 2 plus 2. Ja, genau. Das war 24, früher immer ja. So, die Setlisten waren eigentlich immer 24 Songs. Genau, weil manchmal ist es halt so, dass die ersten Entwürfe sind dann sehr optimistisch halt so. Ne? Dann hat man so insgesamt so 27 Songs, wo man denkt, okay, ja, das kannst du machen, wenn du ein Stadion nochmal heute Abend nochmal befüllen willst halt so. Ne? Aber nee, das sehe ich auch so. Das ist eine gute Größe, genau. Ja. Hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie gut wir drauf sind. Wir haben ja in einer der letzten Folgen über Ansagen und Anekdoten und Dönekes und weitere Beaumonts auf der Bühne gesprochen. Je nachdem, wenn du dir natürlich 10 Minuten Zeit nimmst, einfach mal ein bisschen den Ball flach zu halten und mit dem Publikum zu interagieren, sind das halt 2 Songs, die wegfallen. Ja, ich meine, wenn du ja... Aber durchaus berechtigt. Ja, wenn du eine eigene Show hast halt so, ne, dann hast du ja meistens ja ein bisschen Zeit, du kannst es ein bisschen für dich setzen. Wenn halt du keinen so Curfew hast, der streng ist, dann hast du da ein bisschen... Aber das bringt mich noch auf eine andere Frage, und zwar ist das Jammen. Jammt man eigentlich auf der Bühne oder ist das Jam eigentlich nur... Wir nicht. Nee, ich sage ja nur, also für uns ist das ja kein Thema. Weil manchmal haben wir ja auch schon mal so ein Jazz, wenn irgendwie Überbrückungs-Jazz. Überbrückungs-Jazz haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Genau. Das fand ich absolut legitim. Voll. Nur als Warnung für Leute, also wenn Leute die ersten Jazz-Tunes hören, dann nur für euch zu wissen, dann ist irgendwas furchtbar schief gegangen. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit einer Jazz-Nummer, den großen Durchbruch zu kriegen. Ja, und dann kriegen wir das Jazzpublikum bei uns in die Hallen und dann sind die halt nach 18 Songs auch enttäuscht und denken, scheiße, jetzt haben sie gar nicht hier Blue Note gespielt. Ich meine, das wäre natürlich eine brutale Ironie des Schicksals, wenn du versehentlich mit einem Song aus einem anderen Genre total berühmt wirst und dazu verdammt bist, das immer zu spielen. Radebrechend. Genau, aber wie ist es denn? Also wir machen das ja nicht, weil wir haben, glaube ich, ein anderes Korsett irgendwie, wo das Jammen mit so vielen Instrumenten ist halt so eine schwierige Sache halt so. Ne? Aber grundsätzlich begrüßt ihr das, wenn halt mal so eine Band bei einem Konzert mal eben so 10 Minuten mal sich eben was zusammendudelt? Oder ist ja, das ich, halt... Ich begrüße das nicht, nein. Es gibt nur wenige Bands, die das wirklich gut können. Ja, aber was habe ich denn davon? Ich meine, so, ja, okay, dann die machen da die zeigen da, was sie drauf haben. Das ist ja wahrscheinlich auch erstmal so die Motivation, oder? So hier, guck mal hier. Nee, das ist so die Einzigartigkeit des Momentes. Du bist ein Zeitzeuge. Du hast da was erlebt dann, was andere vielleicht in Chicago am nächsten Abend dann nicht gesehen haben. Okay. Und das meine ich damit. Also wenn du eine Band hast, die so gut aufeinander abgestimmt ist und eingespielt ist, die das richtig kann. Ich habe mal Prince in Immo in Holland gesehen. Da hat er halt eine Dreiviertelstunde nur gejammt, aber so funky Stuff. Als seine eigene Vorgruppe. Okay, das ist ja was anderes dann. Gut, okay. Alles improvisiert, gejammt in so einem kleinen Korsett, aber in diesem Korsett halt extrem viel improvisiert. Es war der Hammer. Ja. Weil du auch wusstest, danach kommen halt noch die Hits. Er geht dann kurz von der Bühne, geht dann das Hallenlicht aus, er macht einmal Pipi, trinkt was und dann kommt er wieder. Und dann wird natürlich das, was das Publikum hören will, noch bedient. Aber wenn du eine Band hast, die das richtig kann, kann das schon geil sein. Ja. Ja, vielleicht habe ich da auch nicht den Zugang zu, bin ein bisschen, wenn ich dann zu einer Band gehe, dann will ich halt die Lieder von denen hören und das auch schon, habe ich auch schon. So eine musikalische genau. NFTs oder wie würde man das dann nennen? keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Banause. Ich habe gelesen, dass irgendeine Band jetzt was rausbringen will, also will ein Album als NFT rausbringen. Ich habe die einzelnen Wörter verstanden, aber ich weiß trotzdem nicht, was es bedeutet. Ja, ich habe das ganze Konzept NFTs bis heute noch nicht verstanden. Also erschließt sich mir nicht. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wann es unsere NFTs gibt. Die Einzigartigkeit des Momentes. Da, so bin ich darauf gekommen. Ne? Als mit dem Stichwort. Genau.
Ja gut, also dann wird da weitergeschraubt und wenn wir dann bei der Einzigartigkeit des Momentes sind, der Moment war 2020, wo wir hätten ich hätte Karten für ein Rammstein-Konzert. Rammstein-Konzert in Düsseldorf in der großen Arena. Jetzt ist die Frage halt, 2 Jahre später, hat man immer noch Lust, dahin zu gehen? Oder was zieht man heutzutage aus einem Rammstein-Konzert? Oder was zieht man überhaupt aus dem Stadion-Konzert? Ja, ich merke, wir sind in dem gleichen Verteiler, weil du hast heute wahrscheinlich auch für unsere Tickets den Reminder gekriegt. Und ich dachte auch freudestrahlend, ach geil, ist ja jetzt im Juni. Und ich freue mich wie so ein kleiner Junge vor Weihnachten, freue ich mich jetzt 2 Jahre später auch auf Rammstein. Ja, weil ich habe Rammstein noch nie live gesehen, ist noch auf meiner Bucketlist ohne Haken versehen und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich denke da so halt, ja, man muss sie jetzt noch mal sehen, bevor sie halt aufhören. Das habe ich bevor ja sie verbrennen. Auch, das habe ich ja dann auch irgendwann gedacht bei AC/DC, wo sie dann noch lustig 20 Jahre weiter gerockt haben. Ja, irgendwie freue ich mich natürlich drauf, aber auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch gewohnt, wenn ich bei einem Konzert bin oder auf einem Festival bin, ist immer ein Kühlschrank in greifbarer Nähe und man kann irgendwo Pipi machen. Das ist natürlich jetzt in dieser Stadionatmosphäre, ist das ja auch anders. Und das ist und selbst so ein bisschen, wenn du beim Rammstein-Konzert einen Kühlschrank hast, das Bier wird trotzdem warm bei dem ganzen Pyro-Zeug und dem Feuer. Aber wir haben ja Tickets angeboten bekommen für den Fire Pit. Das ist ja recht nah dran. Ja. Und ja. Ich glaube, wenn du da 2 Stunden so hervorragend unterhalten wirst, dann vergeht der Durst auch relativ schnell. Das stimmt. Ich wollte dann noch kurz hinschreiben, ob es die Möglichkeit gibt, meine Karten aus dem Fire Pit zu tauschen gegen die Karten aus dem Bear Pit. Aber das mache ich dann vielleicht doch nicht. Weil ich bin ja kein Freund mehr von großen Stadionkonzerten. Aber das war vor 30 Jahren, als man die ersten Open Airs in Stadien selber mal besucht hat, war es aber auch immer schrecklich, weil du wolltest so weit wie möglich nach vorne. Warst du dann weit vorne, war der Weg zum Bier und auch zum Pinkeln sowieso für alle Mal versperrt und versiegt. Und heute hast du halt innerhalb der Stadien auch so einzelne Parzellen. Und in denen kannst du dich eigentlich relativ frei bewegen. Und da sind natürlich auch fürs Geschäft der Stadion und der Veranstalter Bierstände. Ah, okay. Das heißt, du musst nicht dürstend da die Rammstein angucken. Du wirst weiter die Gelegenheit haben, weil aus dem Alter, wo man erste Reihe Mitte stehen muss, die sind, glaube ich, auch vorbei. Ich weiß gar nicht, wie das ist in der Fire Pit, ob das dann auch eher so die ruhigen Distinguierten sind. Aber gibt es denn auch allgemein in so einem Stadion so eine Pinkelinsel oder muss man dann irgendwie da am Rand verlaufen lassen? Kannst du, ist so ein Rockkonzert, kannst du einfach laufen lassen. Oder sonst kriegst du so im Gesundheitsladen, kriegst du auch so Umschnallwindeln, das ist so für... Okay. Also für noch mehr praktische Tipps schaltet nächste Woche wieder. Also ich glaube, mit dem Podcast-Titel irgendwas mit Pinkelinsel sind wir schon mal ganz gut unterwegs. Aber gibt's denn in dem Innenraum irgendwie wirklich eine Pinkelinsel oder musst du dann da bis... Dixi-Klos. Dixi, okay. Tonnenweise und Armada von Dixi-Klos steht da meistens rum. Mhm. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe auch schon... ich habe mich ja auch gefreut. Ich habe mich gefreut, dass wir dann die E-Mail bekommen haben und finde ich irgendwie total spannend. Natürlich eine Rammstein-Show. Hey, ich meine, das ist natürlich die große Kunst halt so, ne? Das ist so. Ja, und eigentlich ein Frevel, dass man sie noch nie live gesehen hat. Ich habe die mal in den 90ern live gesehen, da waren die noch recht klein. Tatsächlich. Ja, die haben 1994 haben die in Hamburg im Logo gespielt. Und ja, ich habe die bei mir. Wir hatten das ja schon mal über. Auch als sie dann schon ein bisschen weiter waren, als sie auf dem Bizarre Festival noch gerade in der Dämmerung gespielt haben. Super Video. Ich glaube, in einer der ersten Folgen, wie sie dann ja auch noch selber mit dem Feuerzeug da irgendwie rumhantiert haben. Ja. Was aus denen geworden ist in den letzten 30 Jahren, ist schon à la Bonheur. Ne? Ja. À la Bonheur? Kollege, wo ist denn das ganze Zeug her? Wir haben mal in Konstanz in einem Laden gespielt und da war auch dann so, wer alles hier schon hier war. Und dann stand auch, war noch gar nicht so ewig her. Da stand da auch eher Rammstein. Okay, alles klar. Konstanz, wie hieß das denn nochmal? Kulturladen, ja, genau. Ne? Und da war Rammstein als ein ehemaliger Gast auch aufgeführt. Das war total Banane, weil wir haben nämlich, glaube ich, im Kulturladen gespielt und einmal um die Ecke im Keller haben The Offenders gespielt in einem anderen Laden. Das waren dann 2 Veranstaltungen, die gegeneinander liefen. Okay. Ja, hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber war schön, haben wir auf jeden Fall The Offenders kennengelernt. Das war super, genau. Naja, auf jeden Fall, ja, also Rammstein wird sicher geil, freue mich drauf.
Pinkelinsel. Und die andere Frage ist, ich weiß nicht, habt ihr denn viel gespielt in der Zeit, wo wir nicht live unterwegs waren? Echt? Meine Fingerchen sind so wenig mit Hornhaut benetzt, wie das halt sonst immer ist als Gitarrist halt. Du hast ja immer Schwielen an den Fingern. Ja, als diese ganzen Konzerte abgesagt wurden, habe ich dann auch nicht gespielt. Ne? Und dann mussten wir durften spielen. Und dann musste ich dann üben. Und dann habe ich zu knapp vorher angefangen. Und da hatte ich an allen meinen linken Zeige-, Mittelring- und kleinen Finger hatte ich kleine Blutergüsse. Ah nein, okay. An den Fingerkuppen. Die Mandolinenseiten sind halt mega dick und die Bünde sind ganz dünn. Also man muss da schon draufdrücken, dass das nicht schnarrt. Ne? Ja. Und da hatte ich wirklich unter jedem Finger einen Bluterguss. Deswegen habe ich diesmal, darauf raus gelernt, ein bisschen eher angefangen. Langsam, es baut sich auf, aber das am Anfang tut das schon weh, ne? Ja, also ich fange echt bei null an halt so, ne? Also wie so eine Kaulquappe. Echt, spielst du zwischendurch gar nicht? Wie so eine Kaulquappe, ne? Sonst spiele ich immer halt so, ne? Aber ich habe jetzt recht wenig gespielt, irgendwie, keine Ahnung. Und ich bin jetzt hier wieder bei neuer Ersthaut. Kaulquappe. Kannst du durchgucken. Palmolivhaut, oder? Ja, genau, ich kann jetzt Werbung machen. Nee, also da habe ich immer fleißig hier, weil ich auch immer Bock habe und einfach mal am Wochenende ein paar Stündchen habe, auch für ein paar Freunde oder auch für andere Musikprojekte immer mal was eingespielt. Aber ich gniedel eigentlich auch immer vor mich hin. Aber somit sind die Finger eigentlich immer gut eingeölt und auch mit Hornhaut versehen. Das Einzige, wo ich Angst vor habe, ist vorm Breitbeinig auf der Bühne stehen, dass ich mir eine Adduktorenzerrung hole. Das muss ich trainieren. Ja, ja. Das macht dann Schnapp, ne? Und dann ist vorbei halt, ne? Mit der Pose. Und das sieht viel jämmerlicher aus, wenn du dann so wie so ein Kartenhaus zusammenklappst und dir in die Leiste fasst. Das hat ja dann auch was Anzügliches. Das ist der... Die Hornhaut das kleinste Problem. Wenn ich vor mir her spiele, dann mache ich das auch meistens mit der E-Gitarre dann. Ne? Und das sind natürlich wesentlich freundlichere Saiten als Mandolinen. Deswegen ist das jetzt so, dass ich, wenn ich alleine sitze, zocke ich eher nicht Mandolinen, sondern einfach ein bisschen E-Gitarre. Aber schauen wir mal, wird schon werden. Also wenn ich mal im Urlaub bin, 2-3 Wochen und dann weniger Hornhaut habe, das geht auch ruckzuck wieder drauf. Ja. Naja, ich glaube, ich muss das erstmal aufbauen, aber wir haben ja jetzt auch bald eine Probe und ich bin mal sehr gespannt, wie das, aua, oh, willst du auch nicht, aua, das wird so furchtbar weh. Genau, genau. Kannst ja vorstellen, wie viel Mitgefühl man da von seinen Kollegen dann kriegt halt so. Ne? Und dann wirst du nämlich sagen, können wir nicht jetzt nach 3 Songs schon eine Ballade spielen? Ja, echt, ne? Muss ich überall Gitarre spielen? Naja. Na, das ist ja auch die andere Frage. Das ist natürlich auch, wir haben ja so ein paar Songs, die im Studio ja geschrieben wurden. Und die Frage ist natürlich, was muss man dabei beachten, wenn man einen Song zum Beispiel in die Live-Umsetzung bringen muss? Was kann man verlieren? Was muss man reinsetzen? Was verliert man? Was gewinnt man? Also von der Gitarristenseite aus hast du natürlich im Studio mindestens 2-3 gedoppelte Spuren, um diese riesen Wand an Sound natürlich zu reproduzieren oder zu kreieren. Und du musst dann versuchen, mit dem Sound das Ding live natürlich zu reproduzieren, dass es nicht zu dünn und zu fisselig wird. Ich habe natürlich auch oft, dass ich auch Overdubs dann mache, dass ich Banjo, Buzuki und Mandoline manchmal bei Liedern dann aufgenommen habe. Das ist natürlich live einfach nicht möglich als zweiarmiger Mensch. Da muss ich mich dann auch dann tatsächlich entscheiden, was ist jetzt das Tragendste dieser Instrumente oder was ist das Präsenteste. Ne? Mal ist es das Banjo, mal ist es die Mandoline. Aber ich glaube, in der Live-Umsetzung ist es ja so, dass du musst ja was verlieren halt, ne? Weil du hast sonst diese Transparenz im Sound nicht, also unabhängig jetzt von den Möglichkeiten, wie viele Arme du hast und so. Ne? Aber du hast einfach nicht diese Möglichkeit, glaube ich, differenzierten Sound hinzukriegen, wenn vieles halt unisono läuft. Das kannst du gar nicht so richtig abbilden, dass das irgendeine Sau halt nachvollziehen kann. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht auch eine Stärke. Ne? Das räumt auch so mal so einen Song so ein bisschen auf halt so. Und dann wird mal kriegt er ein bisschen mehr Edge und so. Ich glaube, worauf man auf jeden Fall achten muss, sind die Backing Vocals halt so. Ne? Weil die Backing Vocals, die sind im Studio natürlich dann immer sehr on point. Und ich glaube, da muss man halt darauf achten, dass man noch genug Saft rüberkriegt bei der Performance halt so. Ne? Aber bei allen anderen Sachen, glaube ich, findet sich das irgendwie. Ne? Also ich glaube, es gibt so ein Gleichgewicht, und das ergibt sich irgendwie, dass es auch logisch ist und dass man auch keinen Verlust hat halt so. Ne? Es hat ja auch immer wieder überraschende Momente, wenn du jetzt in dem Fall haben wir ja nur
drei neue Songs über die letzten 2 Jahre veröffentlicht. Die haben wir dann ja auch teilweise schon live gespielt. Aber wenn du jetzt ein ganzes Album hast, wo du noch nichts von live gespielt hast, dann pickst du dir ein paar Songs raus, wo du glaubst, dass es funktioniert. Und dann probst du die und denkst, bei den Selbstläufern, vermeintlich, denkst du, scheiße, die Nummer kriegt man nicht dahin, dass sie einigermaßen funktioniert, dass sie auch Spaß macht zu spielen, dass die nach vorne geht. Und umgekehrt, Songs, wo man die größten Zweifel hat, da sind dann so No-Brainer. Die hauen einfach so direkt von Anfang an hin. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so, also zumindest war es bei mir früher so. Ich dachte halt, der Song, den man halt aufnimmt, das ist genau der gleiche Song, den man spielt. Und ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen trennen halt so. Weil ich glaube, das sind so zwei verschiedene Medien irgendwie halt. Ne? Also so ein Song, der aufgenommen ist, der hat eine andere Dichte und eine andere Dynamik als der Song, der auf die Bühne kommt. Und ich glaube, ist es, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie das versucht, nochmal für sich selber klarzumachen, dass der Song in der Live-Präsentation dann doch ein anderes Tier ist. Und wenn man sich da wir auch in der Aufnahme nicht Live-Bedingungen reproduzieren. Genau. Und ich glaube, und wenn du das gemacht hast, wenn du so diesen Sprung gemacht hast und das dann akzeptierst, halt, sodass jetzt du versuchst einfach einen Song für die Live-Darbietung maximal hinzukriegen, du willst aber jetzt nicht unbedingt eine Studioversion abliefern, dann hast du plötzlich so super viele Freiheitsgrade für dich erkämpft. Halt. Ja, und wenn das klar ist, dass du die Abstriche machst und auch bereit bist zu machen, dann ist alles gut. Ich glaube nicht mal, dass es Abstriche sind. Ich glaube, es ist einfach so, dass es reduziert ist, aber manchmal ist es einfach auch, dann drückt es halt mehr oder es ist irgendwie klarer. Und es gibt halt weniger halt so. Ne? Und manchmal ist ja in so einer Live-Darbietung ist halt weniger mehr. Du kannst natürlich ein paar Sachen kannst anfetten halt. Ne? Wenn du halt so strukturiert bist, dass du ja auf Klick spielst und so, kannst du auch ein paar Sachen im Hintergrund laufen lassen, ne? Dass du plötzlich so einen Seemannschor da stehen hast und so. Ne? Kannst du machen. Aber das, vielleicht musst du das auch gar nicht. Vielleicht ist das in der etwas abgespeckten Version, ist das dann auch einfach punchy und macht sein Ding einfach so, nur halt in einer anderen Welt. Ja, bin ich da voll einverstanden. Super, okay, genau. Also das ist dann spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie so ein paar Songs dann einfach in diesem Live-Umfeld funktionieren werden. Und jetzt, wo wir die Band wieder langsam so hochfahren, kriegen wir auch mehr E-Mails. Leute schicken E-Mails an uns. Das ist total irre halt so. Und wir haben heute eine E-Mail bekommen, wo ich nicht genau weiß, Jan, ob das fake ist oder ist das echt? Ich habe das nachgeguckt. Das scheint echt zu sein, ja. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt, jetzt helf mir doch mal, mach doch nicht so ein Mysterium. Was stand denn drin? Kann man das, ja. Also man kann es anreißen, was jetzt die Grundgrobe, oder? Ich glaube nicht, dass man da was zu sehr verrät, oder? Ja, weiß nicht. Also waren es die üblichen Größen deiner Geschlechtsteile helfen? Nein, das war eine Anfrage, eine Bitte. Und ich musste die Mail mehrmals durchlesen, um zu verstehen, was denn dieser Mensch da jetzt überhaupt möchte. Aber ich glaube, ich hab das geguckt, diesen Menschen gibt's und die Firma gibt's. Ich glaube, dass der kein Muttersprachler ist und und der wollte sehr höflich und sehr förmlich anfragen. Aber ich musste diese Mail mehrmals lesen, um zu verstehen, was er denn jetzt überhaupt möchte. Aber ich glaube, dass das tatsächlich okay ist. Okay, da wollen wir, glaube ich, nicht zu viel verraten, weil wir wissen ja nicht. Aber es ging halt um eine, das kann man glaube ich sagen, es ging um irgendwas mit einer Fernsehproduktion halt so, ne? Genau. Wo man dann dachte so, okay, das klingt irgendwie interessant, aber das klingt aber auch ein bisschen wie, das kann nur Fake sein halt. Ne? Ja, genau. Oder? Und ich glaube, das ist der Grund, ne? Das ist einfach kein Muttersprachler, aber er sehr ordentlich das machen wollte. Ich habe es gegoogelt, Firma gibt's, Mensch gibt's. Ja, also das mit der Muttersprachlichkeit fiel mir gar nicht so auf halt so. Ich dachte einfach nur so, also es kam mir nicht deswegen fake vor, es kam einfach so, ob der Dimension kam es mir eigenartig vor. Also, ja. Aber, solange er nicht über die Erbschaft eines verstorbenen künstlichen Königs aus... Genau. Ja, ich hab vom Bandkonto habe ich schon 8.000 Euro dahin überwiesen und übermorgen kriegen wir dann 2 Millionen zurück. Also keine Sorge, ne? Keine Sorge, ausgesorgt sind wir. Ja. Haben wir, Entschuldigung. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja wichtig, dass... Also das Geld ist schon da, ne, und wir kriegen das halt vielfach zurück. Das heißt, wir sind jetzt alle Privatiers und ich kann das auch schon mal so familiär alles in die richtigen Bahnen, auch von der beruflichen Perspektive kann ich... Kannst du alles schon an den Start bringen, das Geld soll nächste Woche dann da sein. Genau. Hat er versprochen. Du kannst,
Du kannst jetzt schon mal deinem Chef mal eine E-Mail schicken mit sehr viel Klartext, was dir immer schon unter den Nägeln brannte, weil du hast jetzt die finanzielle Unabhängigkeit, das zu tun. Eben. Ne? Ja, ja. Endlich Freiräume. Du kannst mal richtig schön einen vom Leder lassen. Genau, ja. Und wo wir schon bei der Crew sind, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Me First and the Gimme Gimmies haben sehr, sehr starkes Spiel, wenn es darum geht, geile Klamotten für eine Cruise anzuziehen. Die haben zum Beispiel auch so pinke Shirts, die haben so weiße Slipper, die haben auch so Hawaii-Shirts mäßig sehr, sehr stark vorgelegt, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was man denn auf so einer Cruise anziehen kann. Wir haben das natürlich dann sofort natürlich in die super Assi-Richtung gebracht. Aber wie meinst du das? Assi? Das verstehe ich nicht. Was fandst du daran Assi? Ja, gut, ich will jetzt einfach nur, die einzigen Sachen, die ich da, glaube ich, sagen muss, ist Cowboy-Stiefel und Schwimmbuchse oder was war das nochmal? Ich meine, das ist ein sehr, sehr Badeshorts und, also ich verstehe da den Assi-Ansatz überhaupt nicht. Deinen Kritikpunkt kann ich hier nicht teilen. Also ich habe schließlich in diesen Cowboy-Boots geheiratet. Es gibt übrigens gute Nachrichten. Ich habe neulich einfach nochmal beim Rasieren, habe ich mir einfach nochmal einen Schnurrbart stehen lassen. Einfach nochmal, um für die Cruise vorbereitet zu sein. Ich kann das machen. Also das tut der Sache keinen Abbruch. Ich will nicht sagen, dass es mir steht, aber es richtet keinen großen Schaden an. Ich habe mir auch heute ein Hawaii-Hemd bestellt. Oh, wo denn? Auf jürgenvonderlippe.de shoppen? Nee, das ist noch viel schlimmer. Guck doch mal. Geil. Ich sehe es leider. Ja, das Hemd sehe ich. Das ist aber wirklich. Siehst du auch die ganzen Hunde, die da sich räkeln? Nee, so genau kann ich es leider nicht erkennen hier. Naja, auf jeden Fall, das Ganze sah, also bei Me First and the Gimme Gimme sah alles sehr, sehr stark nach Flamingo aus. Sehr starker Style. Also vielleicht müssen wir da nochmal überlegen, was uns da nochmal einfällt. Ja, das ist auch eine geile Idee. Ne? Ja, weiß geil. Und pink, ne? Ja, sieht total geil aus. Also echt. Ich hab mir neulich Klamotten geholt. Die passten, also ich habe drei Teile anprobiert. Ich hatte ein rosafarbenes Hemd an, habe dann eine hellblaue Hose anprobiert und dazu ein Sakko, was überhaupt nicht dazu passte. Ich habe mich selber in der Umkleidekabine angeguckt und dachte, mit dem Style kannst du jetzt aber echt als Flippers Konkurrenz im Fernsehgarten auftreten. Es sah aus wie ein Riesen. Ich sah so scheiße aus, aber ich glaube, das könnte eine ganz gute Bühnenkurve werden. Ja, genau. Also das wollte ich nochmal anregen, dass wir da vielleicht nochmal unser Game nochmal ein bisschen verschärfen. Weil das Geile ist natürlich, dass die alle das Gleiche anhaben halt. Ne? Das ist natürlich super. Das ist natürlich bei uns nicht einfach. Ne? Wir haben durch die ganze Menschenmenge alles durch. Ne? Ja, klein, groß, Mann. Und dann auch für alle, was selbst wenn du eine einheitliche Bühnenmontur findest, die für alle auch in der richtigen Größe zu bekommen. Nein, es ist ja keine Bühnenmontur, es ist ja die Freizeitmontur. Wir müssten ja sozusagen als Gang müssten wir erkennbar sein. Ach so, genau, ne? Also es ist jetzt nicht Bühne, sondern es ist halt Freizeit und dann wäre natürlich der Look, den wir suchen, ist es wie natürlich sieben Leute über den Gang zu ihrer Koje kriechen in flamingofarbenen Klamotten. Das ist das, was wir natürlich versuchen zu erreichen. Das gefällt mir gut, die Idee. Genau. Wir können uns auch alle jeweils einer als Figur aus der Sesamstraße verkleiden. Da hast du dann halt eine Tiffy, da hast du einen Bibo, dann hast du einen Samson. Und da hast du auch alle Größen, die in der Band vertreten sind, auch mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Und das bei 30 Grad. Schön wär's, ja. Genau. Bibo ist gerade mit dem Getränk Bibo läuft raus und sagt, man wäre heiß. Genau, ja, ich glaube, mit den Schlagwörtern, unser Schlaggeschrei ist dann Pinkelinsel und Bibo bricht zusammen. Wie sagen, können wir es auch für heute. Bibo bricht auf der Pinkelinsel zusammen. Bibos Breakdown auf der Pinkelinsel. Ja, genau, Bibos Breakdown on the Pinkelinsel. Ja. Genau, dann sagen wir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank an unsere Hörer gesponsert heute. Naja, nicht wirklich, aber von MrIrishBastard.com. Es gibt neue T-Shirts. Ich habe gesehen, es gibt das I Only Like You When I'm Drunk T-Shirt. Sehr starkes T-Shirt übrigens, sehr starkes T-Shirt. Ja, starkes T-Shirt. Genau, also wenn ihr da einfach nochmal hingehen würdet und nochmal euch dumm und dämlich kaufen würdet, dann wäre das der Sache sehr, sehr zuträglich. Dann könnt man mich hier vom Paderborner nochmal ein Upgrade auf vielleicht ein 5-0. leckeres Isenbeck-Wagen. Also in diesem Sinne, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kekse. Tschüss.
Yeah.